Laura hat ihren Mann gerade im Krieg verloren. Deshalb lebt sie als Witwe nun in einem viel zu großen Haus. Sie wohnen in einem sehr großen Haus? Es ist nicht so groß, wie man vermutet. Laut der Baupläne, die wir uns in den Archiven angesehen haben, gehörten dieses Haus und das Haus nebenan einmal zusammen. Das ist schon sehr lange her. Da sich unser Land weiter im Krieg befindet, möchte die Regierung unbedingt verhindern, dass Häuser unnötig leer stehen. Wenn Sie sich nicht innerhalb von 60 Tagen darum kümmern, entscheiden wir, wer dort wohnen wird. Dagegen können Sie keinen Widerspruch einlegen. Als das Militär sie enteignen will, holt sie sich den zwielichtigen Garner Ricky und seine schwangere Ehefrau in das Anwesen. Ziemlich hässlich, oder? Ich hab gedacht, pures Gold sähe schöner aus. Doch als es auch noch zu unheimlichen Geisterbegegnungen kommt, was ist los? Wird es klar. Laura ist in tödlicher Gefahr. Sie kümmern sich in den nächsten Monaten um meine Frau, bis unser Kind zur Welt kommt. Danach werde ich sie mit einer sehr großen Geldsumme entschädigen. Sie haben mich nie gesehen. Ich habe sie nie gesehen. Ein argentinischer Grusel-Thriller und der zweite Spielfilm von José María Zicala aus dem Jahre 2021. Alone.